brauchst doch nicht gleich so ruppig zu sein. Ich sag dir, wem ich das Schienenstück gegeben habe. Digtry war so nett, es für mich zu verstecken. Geh zu ihm hin und sprich ihn darauf an. Weshalb ich das Schienenstück herausgebissen habe, willst du wissen? Nun, wenn sich die Lore nicht mehr von der Stelle rührt, kann auch niemand mehr fort von hier, oder nicht? Möchtest du etwa mein Freund sein? Lass mich einmal überlegen. Wenn du mir versprichst, die Höhenzone niemals zu vergessen, dann können wir Freunde sein. Aus sicherer Quelle weiß ich übrigens, dass man mit Flunkiefer sich erst später anfreunden kann. Ich erinnere mich nämlich an eine verzweifelte Dame, die meinte, wieso kann ich mich mit Flunkiefer nicht anfreunden? Und dann musste ich recherchieren, warum. Das geht erst später. Ich habe tausendmal mit ihm gespielt, okay? Sie wollte einfach nicht. Warum geht da hinten Mobi? Hä? Warum geht da hinten Mobi? Warum nicht? Was hast du gegen Mobi? Es heult. Hast du was gegen heulende Menschen? Scheinbar nein. Der Mobi-Hasser. Platinum-Mobi-Hater. Flunkiefer hat dir also alles erzählt, stimmt's? Ja, ich war es, der das Schienenstück versteckt hat. Wo ich es versteckt habe, möchtest du wissen? In der Holzkiste im Bärenlager, das von Knorrer bewacht wird. Gib das Schienenstück bitte Pantymos zurück, wenn du es gefunden hast. Digtry! Okay, dann habe ich hier, glaube ich, soweit alles gemacht. Woop, woop. Dann gehen wir wieder hier in die Mitte zurück. Bis hier waren wir ja. Kann ich auch gleich... Ich weiß nicht, wie Drift Zeppel hier drin mich rausfliegen kann. Da ist ein Loch in der Decke? Wahrscheinlich. Dann kriegt Kai jetzt das Knogger. Knogger! Hier im Bärenlager soll sich jedes Schienenstück befinden! Knogger! Und ich soll erlauben, hier danach zu suchen! Ach wo? Völlig unmöglich, wie ich doch die ganze Zeit hier im Eingang wach halte! Knogger, Knogger, Knogger! Hätte sich denn jemand hier einschleichen sollen? Unmöglich! Also mir ist das Schienenstück nicht unter die Augen gekommen! Andererseits scheinst du auch nicht die Unwahrheit zu sagen! Lass uns doch kämpfen! Gewinnst du, dass du dich hier in aller Seelen ruhen sehen? Dein Knogger am Anfang war einfach exakt genauso wie die Ingame-Synchro. Echt? Als ob! Ich hätte den Kuchen runterschmeißen. Warum willst du mir alle Pokémon in den Abgrund schmeißen? Das ist lustig! Für die Wissenschaft. Schade. Nein. Aua. Ich hatte noch nie einen Knogger im Team, obwohl es eigentlich echt cool ist. Geh weg. Also, so Wenden mit Pikachu ist tatsächlich das Schlimmste. Alle Achtung, du bist ziemlich gut, dann lass durch. Ich habe aber wirklich niemanden hier gesehen. Was sagst du? Digtry hat sich einen unterirdischen Tunnel bis ins Bärenlager gegraben. Hättest du das doch direkt gesagt. Entschuldigung, dass ich an dir gezweifelt habe. Der Kampf war aber sehr unterhaltsam. Knogger, lass uns Freunde sein. Wollen wir beide uns demnächst wieder ein kleines Kämpfchen liefern? Ich muss stärker werden, um die Bären in Zukunft besser bewachen zu können. Stimmt, du warst ja wegen des Sternstücks hier, nicht? Was? Schienstücks hier, nicht? Sieh dich in aller Ruhe um! Erstmal die Bären klauen. Erst der Seelift, dann die Tanzübung und jetzt das Sternstück. Das Mockentoppere. Das gab's auch noch. Ich hab mal einen Alola-Knogger ins Team nehmen wollen, aber das... Was? Ja, was ist? Das komische Grimasse geschnitten. Aber es lernt, glaube ich, seine Feuerattacke so unglaublich spät. Nee, ja, aber was schade ist, weil Alola Knogger ist echt cool. Ist, glaube ich, eine Level 1-Attacke, seine Signature-Attacke, die du eigentlich nicht bekommst, außer halt kurz vor der Liga. Ja, das war das Problem, genau. Ich habe einen Dick da gefunden. Bist du auf der Suche nach dem Schienenstück? Hehe, ich habe es am sichersten Ort der Höhlenzone versteckt. Wo willst du wissen? Na, direkt unter dem tief und fest schlafenden Relaxo natürlich. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Wow. Selbst wenn das Schienenstück wieder an seinem rechten Platz ist, heißt es auch nicht, dass jene, die die Höhlenzone verlassen haben, auch wieder her zurückkehren. Übrigens, Relaxo kann sehr mürrisch werden, wenn man ihn aus dem Schlaf reißt. Aber eine große Beere wird ihm sicherlich wieder milde stimmen. Kann ich mit dir auch irgendwie spielen? Gerade noch nicht.
Na gut. Also Relaxo ist manchmal schon mein Spirit Animal. Ich weiß, ich sehe manchmal so ein bisschen aus, als wenn ich hier besoffen rumrennen würde, aber ich garantiere euch, es ist so gewollt. Ja, Moment. Es ist halt Steuerkreuz mit Bewegungen, die eigentlich für Analogsticks sind. Ja. Es ist mega weird. Svenja? Ja? Wenn ich dich das nächste Mal wecke, kann ich dich dann auch mit einer großen Beere wieder ruhig stellen? Kannst du es ja gerne mal versuchen. Also wenn du ihr eine Erdbeere anbieten kannst, sie so groß ist wie sie selbst? Oder Erdbeerkuchen? Da ist nichts. Da ist das Bärenlager. Scherox für Jan. Scherox für Jan. Cognodon hatten wir schon. Cognodon. Scherox. Boah, für mich gibt's also nichts Schöneres als Kämpfe gegen starke Pokémon. Ich sehe irgendwie nichts von Scherox. Bitte gegen mich kämpfen. Das Ding hat schon einen geilen Glanz. Mhm. Ja. Klasse, lass uns loslegen. Mein Körper ist schon auf Hochglanz poliert. Dazu habe ich mir dieses Panther da genommen, ausgequetscht und einmal schön über meine Klauen gerieben. Papa gerade weggestoßen. Ich habe noch nie Scherox im Team gehabt. Schande über dich. Irgendwann werde ich hardcore zu Silver nochmal spielen. Da muss ich nur ein Sichlo in dem scheiß Käferturnier fangen. Sehr gut, damit haben sie ihn ohne Fehl und Tadel. Lass uns Freunde sein. Ruf mich, wenn ich dir helfen kann. Nice. Dann war ich, glaube ich, überall einmal, oder? Du hast auch alle da Magnetilos gefunden. Ja. Scheiß auf Mangelton. Das ist schon cooler. Die Frage ist, wo ist es aufgetaucht? Magnezone ist legitim eins meiner liebsten Elektro-Pokémon. Und wo ist Relaxo? Ach da. Das hast du gerade zerstört. Ich glaube, Panflam oder Flamly? Ach da. Moment. Mir fiel gerade ein, wer Relaxo sprechen muss. Oh, nee, jetzt mal. Also zum bitte nicht ein Donnerblitz gegen mich. Oh, was für eine Überraschung! Da bist du ja wieder! Was ist da zur Seite rücken? War schwer! Man so viel schläft wie ich, dann knirscht der Magen schon sehr. Ich hab's! Du mir eine große Beere gibst, dann mach ich dir Plan! Und so lange schlaf ich noch ein Weilchen. Ich hätte schon gerne für solche Momente eine Facecam von dir. Svenja, ich kann dir exakt genau sagen, wie das aussieht. Okay. Wie auf dem verrückten Japan-Tag-Foto. Was? Was? Mit den verzogenen Gesichtern. Das Scherox! Das, wo der halbe Wachdienst noch mit drauf ist. Ja, wo ich Alex mit meinem Furz gekillt habe. Was? Ah nee, wo Gracie Alex mit ihrem Furz gekillt hat, so war's. Was? Was? Hä? Was? Was? Ja, mit den Gesichtsausdrücken. Warum Furz? Ja, die sah doch so aus, als hätte irgendwer einen Furz gerochen. Es klang so, als hätte Gracie einfach Alex richtig hart weggeknattert.
Der Gesichtsausdruck, den hast du ausgelöst im Übrigen. Echt? Ja. Oh. Hat Kai gefurzt? Ja, gut. Ich erinnere mich an die eigene Scheiße nicht mehr, die ich mache, okay? Okay. Was hat Kai getan, dass du so angeekelt hast? Ich hab keine Ahnung. Okay. ich hab Essen. Oh, es ist eine große Beere. Ich erhoffe mich. Oh. Oh-oh. Ach, guck mal, ich hab die heiße Quelle gefunden. Pika! Oh, was war denn das? Ich hab noch ein Wasser rausschnüren. Oh, und bald war eine heiße Quelle hervorsprudelt. Da drüben habe ich ein Loch gegraben, wohin ich das Schienenstück versteckt habe. Mauti! Meine Nachforschung zeigt, sollte die heiße Quelle in der Höhlenzone versiegt sein. Miaut! Dass eine neue heiße Quelle hier hervorsprudelt, ist unglaublich. Miaut! Das muss ich allen unverzüglich mitteilen. Genau! Oh, wie schön. Ich schlaf hier. Oh, noch ein bisschen, bis jemand Besonderes vorbeikommt. Hallo, bin ich nicht Andi. Besonders genug? Ach, stimmt, Melli. Ich glaube, ich habe wegen Kais Grimasse so geguckt. Okay. Ich wollte gerade ansetzen. Alles gut. Also wir müssen jetzt noch Raichu, Magnetzone und Fampi finden. Fampi ist so niedlich. Ich muss das Schienenstück jetzt eher an den Anfang zurücktragen, oder? Da wo Pantymos ist. Also hier sind schon mal Fampi und Raichu. Kann ich das Schienenstück auch einfach hier zwischenlagern kurz? Hier ist es dann wieder ganz am Anfang ist. Oh, na gut, aber hier sind die beiden auf jeden Fall. Und ihr so? Ja. Geht die Flasche nicht zu. Das ist nicht so gut, dann trink sie einfach leer. Die ist noch halb voll. Go, go, go. Wir machen aber echt gut Fortschritt im Pokepark. Ja, gut, das Spiel ist jetzt auch nicht so extrem lang. Ich glaube, ich habe damals 20 Parts gebraucht oder so. Wären wahrscheinlich so 3 Streams dann. Wahrscheinlich werden wir eher 4 brauchen, weil wir permanent einfach am Lachen sind, aber... Wer hätte gedacht, dass Gracies so groß die Beklopptesten sind? Wobei ihr teilweise auch, ne? Nicht besser seid. Wie habe ich die noch was... Ah! What's a Schienenstürmer? Danke, dass du das gewonnen hast! Ich werde es umgehend ersetzen! Pantymos! Da ist das Schienenstück nun wieder rechter Platz! Wenn du zusätzlich noch die Lore zurückbringst, dann wird es perfekt! Okay. Was? Das Schienenstück ist gefunden worden und nun sollen wir die Lore zurückgeben? Wenn du so nett darum bittest, kann ich kaum Nein sagen. Ich hab's. Wenn du mich im Wettstreit besiegst, dann bekommst du die Lore zurück. Wollen wir kämpfen? Aber lass dir eins gesagt sein. Dein Donnerblitz ist gegen mich wirkungslos. Ach, wirklich? Nun denn, lass uns um die Lore kämpfen. Wir können auch um die Lore kämpfen. Ich wusste, dass mir das irgendwann mal passiert. Ich lese da jedes Mal Lore drin mittlerweile, seit Souls. Die arme Lore. Muss ich jetzt aber noch mit ihren Brüdern anlegen. Oh.
Drachenwut! Das war Betrug. Flop. Du hast gewonnen! Ich gebe dir die Lore zurück. Spaß, ich war's auch. Fahre unbedingt auch mal mit der Lore. Yay. Aber wenn Pika diesen Siegestanz macht, ne? Das ist schon so ein bisschen wie unser alter Sub-Alert. Bisschen. Schon. Du hast es geschafft! Vielen, vielen Dank! Somit kann die Lore wieder ihre Fahrt aufnehmen. Sie befördert dich von hier zum Ausgang der Höhlenzone. Prüft die Lore dort erneut, um in die Magma-Zone zu gelangen. Derian, dankeschön für 30 Monate Treue. Also Pantimos hat aber schon so ein bisschen was von Dory, oder? Oh Gott! Wenn sie Walisch spricht. Ja. Können wir bitte nochmal Weilort haben? Jetzt kann ich hier oben so ein bisschen entlang laufen, das ist cool. Ob du die Kamera von der Brücke schmeißen kannst? Warum sollte ich das tun? Warum nicht? Ja, wenn alles das, Fanti. Nein, ich kann ja nicht runterspringen! Lauf weiter! Betrug. Habe ich mich mit Diktri jetzt schon angefreundet eigentlich? Noch nicht. Mm-mm. Die heiße Quelle ist ein wahrer Besuchermagnet. Du bist schuld daran, falls wir jetzt mit diesem Trubel leben müssen. Ich werde dir allerdings vergeben, wenn du mein Freund wirst. Oh, okay. So viele Freunde. Ich guck mal noch, ob ich irgendwo Mangelzone sehe. Crazy singt das Freundschaftslied. Wer war jetzt dran? Ich. Okay. Wo ist das Fumpy? Eine heiße Quelle soll hervorgesprudelt sein. Unglaublich. Jetzt bin ich immer freudig gelandet und hungrig geworden. Ich liebe große Bären über alles. Ob die wohl schon jemand gegessen hat? Wenn ja, würde es mich auch freuen, wenn du mir eine bei deinem nächsten Besuch in der Dörrer-Höhlenzone mitbringen würdest. Ich glaube, es gab nur eine. Hauke, danke schön für 22 Monate Treue. Ich glaube, ich müsste dann einmal raus und wieder rein. Für Fumpy. War ich überrascht, als aus dem Loch, das ich gegraben hatte, eine heiße Quelle hervorsprudelte? Lass uns Freunde sein! Hat jemand schon mal einen Diktor im Team gehabt, außer um Major Bob zu verprügeln? Nee, Diktor hält man auch aus. Diktor. Gen 1 doch. Echt? Yep. Ich hab meistens immer einen Sandern gehabt. Ich habe einfach irgendeinem Schillock Schaufler beigebracht. Ja gut. Starke Pokémon scharen sich um noch stärkere Pokémon. Deshalb ist Slowbok aus der Magma-Zone vor lauter Kraftprotzen umgeben. Du kommst wie gerufen. Ich habe nach einem Gegner gesucht. Lass uns fangen spielen. Ich verliere auf keinen Fall. Raichu ist auch echt süß. Sowohl das Normale als auch Alola. Der Schweif ist nicht abgeschnitten. Oh. Oh, Kleinstein. Echt mal. Das ist gar nicht so langsam. Also Raichu und Alola Raichu mag ich. Auch lieber als Pichu. Pichu ist so, ja, existiert. Pichu ist non-existent. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Die große Frage ist jetzt nur, wo Mangelzone abgeblieben ist. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Wo ist, Da. Da. Never mind. Wo du noch nicht warst, wollte ich gerade sagen. Es soll einen Kristall mit unglaublichen Kräften geben, der Himmelsprisma heißt und sich hier im Pokepark befindet. Lass uns kämpfen. Dann sieh mal so, wie du mich besiegen willst. Okay. Ich mag aber den Eisenschwert tatsächlich ganz gerne.
Einfach das Magnetilo gekillt. Ja. Du bist wirklich gut. Ich kann deine Energie förmlich spüren. Sei mein Freund, also wieder spielen. Geil. Darf ich noch einmal zu Bolterus gehen? Ich möchte noch einmal mit Bolterus spielen. Was ist da noch drin? Mit welchem Pokémon? Weiß ich nicht. Carpador. Ich guck mal, was es noch so gibt. Carpador, nein. Bolterus. Bolterus. Ja. Bolterus. Mit welchem Knopf muss ich nochmal drücken? 2. Schade, kein Carpador. Leider nicht. Wen sollen wir dann nehmen? Irgendwelche Wünsche? Kaumala, das ist ja... Kaumala wegen dem Timos. Pock. Jan Pock? Okay. Ich weiß, wir haben das schon gemacht, aber ich finde das witzig. Es sei mir gegönnt, das noch einmal kurz zu machen. Ja. Muss ich nur konzentrieren, ich kann da nebenbei leider auch nicht auf den Chat gucken. Und da fliegt der Ball, ich schaffe es. Ich werde Bolterus richtig verprügeln, indem ich ihn den Ball voll in die Fresse schlage. Dann steht sein Mund so offen wie meiner dauerhaft. Nein! Oh, das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Ob Kaumala auch einen Krampf im Kiefer hat wie Golbat? Es ist manchmal aber auch echt schwer zu sehen, wie der fliegt. Wenn er nicht gerade fliegt, sondern halt wirklich ein paar Mal abprallt. Seine Flugbahn berechnen. Mir helfen die Diktries nie! Trug! Ich glaube, damit hast du es, oder? Ich weiß nicht. Jetzt erst recht. Jetzt geht die Post an. In die Fresse! Voll rein! Jetzt kommt der Lauf wieder. Jetzt kommt der Verlust. Doch, wir haben ihn noch gerettet. Kamalat hat sehr lange Arme. Da hatte er nicht so lange Arme. Egal, geschafft. Das ist voll witzig. Es ist nicht das blödeste Spiel, aber es ist nicht mein Lieblingsspiel. Ja, du willst mit Pokémon. Oh, sorry. Du kannst es abbrechen. Mhm. Ich weiß, mir macht das einfach Spaß irgendwie. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, das zu machen, aber meine Güte, wir haben ja Zeit. Ich wusste es. Ich weiß noch gar nicht, ob es vielleicht mit größeren Pokémon leichter ist, weil die quasi längere Arme haben. Und den Ball deswegen leichter wieder fangen können. Ich hätte mir gewünscht, dass Pantymos seine Scheibe vor der Hand hat. Das wäre auch witzig und praktisch. Ja, und nicht so nervig wie ein Ranger. Was wie im Pokémon Stadium 2 beim Minispiel. Jan ist der Ping-Pong-Meister. Aber voll in die Fresse! Ja. Wenn ich übrigens irgendwas Wichtiges verpasst habe, das war schon schlecht. Schon, ja. Wenn ich irgendwas Wichtiges verpasst habe, während dem Minispiel, schreibt es einfach nochmal. Aber gerade dann kann ich auf den Chat gucken. Zwischendurch mal so ein bisschen. Auch nicht so viel bei anderen Projekten, aber zumindest so ein kleines bisschen. Aber da Jan gerade spielt, kann das jetzt eh einen Moment dauern. Das Coolste ist, Hauptsache, wir können euch unterhalten. Ja. Das Geilste ist, wenn hinten alle Zahlen auf Maximum sind. Hast du es auch geschafft? Einmal! Weil so ein gewisses Pokémon eine extrem hohe Zahl wollte. Oh.
Jan spielt gerade. Er wollte ja unbedingt. Alter, geht Jan gerade ab. Der Ball ist auch echt schnell mittlerweile. Aber damit zu zielen, also dass man eine bestimmte Scheibe trifft, ist eigentlich fast nicht möglich. Nee. Der fliegt so seltsam. Jan, du schaffst das alles auf Max. Das erinnert mich an das Pong auf der Gamescom. Ja. Ich erinnere mich an diese Scheibe, wo man alle Felder anzippen musste. Ja. Wo sich Jan und Kai gebettelt haben. Nice! Alle auf 9. Hey! Hi, Poo! 100.000! 100.000? Ach, da kam ich nicht mehr hin. Schade. Aber du warst echt gut. Ja. Du hast ganz knapp die Bonusleistung geschafft. Ich hab mir Mühe gegeben. Man muss auch mal manchmal einfach ein bisschen anderen Stuff machen. Alle neun im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist... Wir machen generell eine gute Variation. Das stimmt. Gehen wir jetzt noch in die Magmazone rein oder gehen wir zum Treffpunkt? Wir können auch gerne zurückgehen. Ist dein Hals langsam etwas angeschlagen? Ja. Okay. Meiner auch. Ja, wir haben ja auch schon wieder 3 Stunden gestreamt. Also ich glaube, die Poképark-Streams, die kann man halt nicht unbedingt immer so extrem lang machen, weil meine Stimme geht noch halbwegs. Wobei ich glaube, ich habe den größten Redeanteil immer noch, weil es einfach mein Stream ist. Deswegen leidet meine Stimme da vielleicht so ein bisschen. Die anderen drei... Du bist es, glaube ich, gewohnter. Bitte? Ich glaube, du bist es, glaube ich, gewohnter. Das schon, aber ne? Und die anderen drei leiden halt wegen ihrer Synchro. Ja, wir machen die ganzen crazy Synchros. Also ich rede am meisten und leide deswegen vielleicht und ihr durch eure ganzen seltsamen Synchros auch. Deswegen, ich glaube, Poképark ist einfach so ein Projekt, so 3 Stündchen und dann ist auch wieder gut, weil ansonsten sind wir morgen alle heiser. Bin aber froh, dass mein Internet. Sprechen. Bin aber froh, dass mein Internet wieder halbwegs ging. Das stimmt. Und ich meine, so haben wir länger was von dem Projekt. Ist doch auch schön. Ja. It's time for Sprintmaster. Sprintmaster 3000. Spreche doch nie mit meinen Schülern. Was denkt ihr denn bitte? Auch meine Stimme nicht. Die anderen sind alle 1000 wahrscheinlich, ne? Mhm. Das heißt, die können wir uns nicht leisten. Aber wir sind jetzt zumindest schön flott. Nice. Kannst du noch was machen, wenn du darüber redest? Nee, ich habe schon Maximaltempo. Aber es gibt noch eine geheime Spezialtechnik, die du nicht kennst. Nach der Magmazone. Okay. Aber wie gesagt, hier... Ja, 1000. Das heißt, wenn ich jetzt die Spezialtechniken mal auslassen würde, wären das quasi jetzt noch 3000? 6000, 7500 insgesamt? Die man haben müsste? Die kriegt man teilweise so schnell, wenn man die Minispiele macht. Ja. Ja, mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen Schüttelsprint mache. Weil das ist recht simpel und geht halt recht schnell. Und vielleicht noch ein bisschen Barbolteros. Überleg gerade, Lianhop mag ich nicht so. Pilippa und Garados, ja. Pistenharz können wir auch ein bisschen machen. Auf jeden Fall, dass wir vielleicht genug Beeren haben, um alles mal zu upgraden. Dann hat man das einmal weg und hat dann auch alles direkt... Volteros! Ja, und dann kann man auch alles direkt immer wegknallen. Dann hat man nicht das Problem, dass einem irgendwas fehlt und man zwischendurch farmen muss. Aber mal gucken. Vielleicht im besten Fall nicht wieder kurz vorm Stream. Und dann vielleicht mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Vielleicht gleich nach dem Stream mal schauen. Ja, da hast du Unterhaltung bei. Ihr wollt ihr etwa in diesem Call drin bleiben? Wie ekelhaft. Ich dachte, ich bin euch jetzt los. Sharim. Jan ist da auch freuen schon sich aber die Schüler drüber, über die 6. Bei dir ja. Ja, da sind wir für heute auf jeden Fall durch. Wir haben die Strandzone abgeschlossen, also die zweite Hälfte gemacht. Wir haben die Eiszone komplett abgeschlossen und die Höhlenzone. Das ist, glaube ich, echt ein ganz guter Schnitt. Und können dann beim nächsten Mal in die Magmazone gehen und in welches Gebiet auch immer, was auch danach kommen wird. Ich glaube, ich weiß es, aber gucken wir dann mal. Aber es war wieder echt cool. Hi, Puh! Hi, Puh! Hi, Puh!